Ich zeige dir heute ein komplett unterschätztes Feature in Logic Pro X. Eine Funktion, die ich und vielleicht auch du jahrelang falsch verstanden habe, die aber deinen Workflow in der Musikproduktion massiv boosten kann. Hallo, ich bin Martin und auf meinem Kanal lernst du Musikproduktion in Logic Pro. Ganz kurz bevor wir anfangen, falls du schneller und effizienter in Logic arbeiten möchtest, dann empfehle ich dir meine Logic Workflow Checkliste. Da gebe ich dir 10 Tipps, wie du deinen Workflow in Logic massiv boosten kannst und wie du das Programm an deine Bedürfnisse anpassen kannst. Also unten im ersten Kommentar Logic Workflow Checkliste unbedingt runterladen, hat schon vielen Leuten weitergeholfen. Auf welches geheimnisvolle Feature habe ich mich jetzt im Intro bezogen? Die Rede ist von Smart Controls. Das ist eigentlich eine Funktion, die schon vor ein paar Jahren zu Logic mit dazu kam und mit ihr kannst du schnell Zugriff auf die wichtigsten Funktionen eines Plugins bekommen. Das ist insbesondere bei komplexen Plugins mit vielen Einstellungsmöglichkeiten von Vorteil. Ich persönlich habe Smart Controls jahrelang nur zum Abmischen eingesetzt und da nicht sehr oft, also bei Effekten wie Kompression, Equalizer, Hall und Delay. Eher durch Zufall habe ich dann entdeckt, dass Smart Controls ihre wahre Power erst in Verbindung mit Logics virtuellen Instrumenten entfalten, also sehr gut sind fürs Musikkomponieren und Musikproduzieren. Wie du diese Funktion jetzt am besten für dich und deinen Workflow optimierst, das zeige ich dir jetzt im Praxisvideo. Schauen wir uns mal Beispiel Nummer 1 an. Das ist in diesem Fall ein Track Stack und zwar ist es ein Grand Piano mit einem Pad. Ich habe also zwei Spuren, die Pianospur und die Padspur und das klingt zusammen so. Okay, wenn ich jetzt schnellen Zugriff haben möchte auf die Einstellungen, dann kann ich Smart Controls öffnen. Ich habe mir dazu einen Tastaturkurzbefehl angelegt. Und jetzt siehst du hier schon einmal verschiedene Einstellungsmöglichkeiten und zwar die wichtigsten, also nicht alle. Zum Beispiel habe ich hier den Mix zwischen Piano und Pad, den ich steuern kann. Dann habe ich für meinen Kompressor hier nur eine Dynamiksektion. Das heißt, wenn ich an der jetzt rumdrehe, dann wird die Threshold eingestellt. Das heißt, in dem Fall kann ich nur einen Drehregler von diesem Plugin hier benutzen, und zwar den Logic als am wichtigsten erachtet. Zusätzlich kann ich noch Delay und Reverb steuern. Und das geht jetzt richtig schnell hier. Ich lasse mal laufen und forme einfach mal einen Sound. Pad weg. Piano weg. Ja, das geht sehr, sehr schnell und du hast Zugriff wirklich auf die wichtigsten Funktionen dieses Instruments. Zusätzlich könnte ich jetzt hier auch noch über Smart Controls den Hall steuern, den kleinen. Den habe ich auch hier direkt dran. Schauen wir uns mal Beispiel 2 an. In diesem Fall ist das jetzt nur ein Steinway Grand Piano. Ich habe also kein Pad hier dabei wie bei dem oberen. Und achte mal jetzt auf die Smart Controls, wenn ich hier zu diesem Steinway Grand Piano wechsle. Und du siehst, die Einstellungen haben sich geändert und Logic sucht mir jetzt wieder die wichtigsten Einstellungsmöglichkeiten für dieses Plugin raus. In diesem Fall habe ich jetzt hier nicht den Mix zwischen Pad und Piano, sondern ich kann hier den Equalizer einstellen. Alles andere ist zunächst mal gleich geblieben. Und der Equalizer, der ist hier in jedem Smart Control Panel mit dabei. Den kannst du jetzt hier sehen. Ich kann ihn auch mal direkt aufmachen. Und diese Einstellungen, die du jetzt hier im Equalizer siehst, die kannst du jetzt hier direkt über Smart Controls steuern. Also wenn du siehst, wie ich jetzt hier bewege, dann siehst du, wie sich so eine vorgefertigte Kurve, die Logic oder die Logic-Entwickler für dieses Instrument am besten gehalten haben, automatisch verstellen lassen. Smart Controls funktioniert auch mit Plugins von Drittanbietern, allerdings macht es nicht wirklich viel Sinn. Ich habe hier mal Addictive Drums geladen und du siehst jetzt, ich habe hier mein Drumset. Und wenn ich jetzt aber Smart Controls öffne, siehst du, dass ich hier nur irgendwelche relativ sinnfreien Drehregler habe. Zum Beispiel Kick Solo als Drehregler siehst du jetzt hier oder Kick Mute als Drehregler. Das macht alles nicht so hundertprozentig Sinn. Deswegen ist es nur für Logic Software Instrumente geeignet. Und davon zeige ich dir jetzt nochmal ein paar weitere wirklich richtig gute Beispiele. Schauen wir uns doch zum Beispiel mal ein Drumkit an. Hier ist Logic's Bluebird Kit, das klingt so. Und jetzt siehst du hier, dass sich die Smart Controls verändert haben. Auch hier wieder super übersichtlich, super schön anzuschauen hier auch. Und jetzt kann ich natürlich einzelne Instrumente muten.
Ich kann die Kompression reinfahren und ich kann den Ton verändern oder den Raum reinfahren. Auch das geht hier super schnell. Und ruckzuck hast du hier in deinem Drumkit rumgespielt oder beziehungsweise deinen Sound eingestellt. Und das ist jetzt natürlich viel einfacher, wie wenn du hier im Drumkit Designer deine einzelnen Toms hier einstellen musst oder was muten musst, ja. Also nochmal, es geht auch einfach um Workflow. Gehen wir weiter zum Bass hier, zu diesem Thumb Bass. Sind alles Logic-Instrumente, die ich hier benutze. Gehen wir mal weiter, zum Beispiel hier bei Guitar Harmonics. Und du kannst korrespondierend, wie gesagt, auch immer hier im, wenn es um Low und High geht, ist meistens Equalizer, beobachten, was hier passiert. Und du siehst, dass es auch vom Design her immer so ein bisschen zum Genre passt, ja. Hier diese Holzknöpfe bei der Akustikgitarre. Jetzt haben wir hier Timpani, Pauken, das ist eher ein Orchesterinstrument. Und auch hier siehst du jetzt, dass es eher von der Schrift her und so sich ein bisschen verändert. Und du hast jetzt hier bei den Pauken, die kann ich hier direkt anspielen, kannst du diese Pauken zum Beispiel jetzt auch tunen. Also ich kann die verstimmen. Hier bei den Chicago Chords haben wir hier eher so eine, das sieht jetzt hier auch so aus wie so ein, ja, so ein 80s Look hier vom Synthesizer her. Und auch hier hast du die wichtigsten Parameter wieder, um den Sound sehr schnell verstellen zu können. Korrespondierend dazu immer auch im Plugin siehst du genau, was passiert. Und nochmal, diese Übersicht ist natürlich viel einfacher zu verstehen und viel einfacher und effektiver vor allem einzusetzen, als ich jetzt mit dem Interface und mit der Oberfläche des IS-2 rumschlagen zu müssen. Richtig abgefahren wird es hier bei den South African Singers. Und da möchte ich dir auch nochmal zeigen, wie vom Workflow her diese Smart Controls dir wirklich helfen können. Ich kann zum Beispiel jetzt hier einstellen, in Direktzeit sozusagen, was für eine Artikulation sie singen, ob sie O, La oder A singen zum Beispiel. Also wenn ich jetzt hier direkt spiele mit meinem MIDI-Keyboard, können sie auch Hem singen lassen. Oder eben La. Oder eben A. Gehen wir noch ins letzte rein. Das ist das Panoramic Pattern. Das ist ein Arpeggio. Und auch das Arpeggio, auf das Arpeggio kannst du direkt zugreifen. Das ist der Arpeggiator hier. Und auch hier kannst du einzelne Parameter schnell festlegen. Und was meinst du? Deine Meinung interessiert mich. Hast du Smart Controls tatsächlich benutzt oder hast du das links liegen lassen, so wie ich die meiste Zeit? Hast du das schon mal mit virtuellen Instrumenten benutzt und wirst du das nach diesem Video jetzt tun? Schreib mir das mal bitte gerne unten in die Kommentare. Ganz kurz noch, ich habe in letzter Zeit sehr viele Fragen bekommen zum Thema Apple Mac Mini Computer in Verbindung mit Logic. Da möchte ich dich nochmal auf dieses Video verweisen. Da erkläre ich ganz genau, welchen Mac Mini ich mir letztes Jahr geholt habe und wie der auch funktioniert, wie schnell und wie gut er mit Plugins von Drittanbietern funktioniert. Das kannst du dir da anschauen. Ansonsten bedanke ich mich bei dir ganz herzlich fürs Zuschauen, schicke dir ganz viele Grüße aus Alicante. Wir sehen uns und bis bald.